Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Becasted. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge, einen ziemlich aggressiven Angriff überstanden. Und ich kann es ja schon mal eigentlich sagen, solange sich hier nichts ändert, das wird wahrscheinlich fürs Erste die letzte Folge Becasted sein, denn es gibt nicht mehr allzu viel zu tun. Ich meine, klar, die Angriffe werden immer stärker, wir müssen wahrscheinlich immer mehr aufbauen, so ein Ding ist das. Aber an sich, viel Neues zu entdecken ist jetzt nicht mehr unbedingt dabei. Wenn man gerade auch mal hier in den Stammbaum guckt, gibt es hier zwar noch einige Sachen, aber die finde ich alle nicht zu interessant. Mein Gemüse so, okay, nicht allzu interessant. Aber trotzdem werden wir heute noch ein bisschen was in der Folge machen. Hoffentlich nicht draufgehen, das ist mein Ziel in der letzten Folge. Nicht sterben. Ich denke, das Ziel ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, wie man denkt. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, ist noch sehr, sehr viele Truppen ausbilden müssen. Das heißt, ich werde hauptsächlich mit Rittern gehen, weil die sind einfach nützlich. Die machen am meisten Schaden, die haben am meisten Leben. Von daher, denke ich, treffe ich da keine schlechte Entscheidung. Ich denke, dass wir in der Folge heute noch 2 Nächte überleben müssen, damit es geschafft ist. Und dann schauen wir mal. Stein ist auf jeden Fall nicht unbedingt mehr so krass vorhanden. Aber wir müssten an sich, damit alle Wände ein bisschen mehr stabiler sind, an sich nicht mehr so viel bauen. Die Sache ist, ich glaube auch, dass sie dieses Mal auch direkt wieder auf die Steinmauern gehen werden. Einfach aus dem Grund, das ist mir nochmal bewusst geworden in der letzten Folge, dass sie, glaube ich, immer dorthin gehen, wo es am schwächsten ist. War eine falsche Aussage, sondern sie gehen immer dorthin, wo der schwächste Zugang ist oder der nächste Zugang. Und das wäre jetzt in dem Fall hier. Das heißt, da muss man auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht. Und ich bin gerade überlegen, ob uns das reicht. An sich könnten wir das machen. Ich glaube, ich baue tatsächlich noch eine Balliste. Einfach nur, damit wir noch sicherer sind. Ich denke, das wäre doch eine super gute Idee, oder? Wenn wir hier noch eine Balliste hinmachen. Ich meine, wenn wir jetzt nicht mehr so viel Geld letztendlich haben. Come on, ist die letzte Folge erstmal. Ich denke nicht, dass das allzu schwierig sein sollte. Sollte nicht zu viele Schwierigkeiten verursachen. Und ich hoffe auch, ich meine, letztendlich in beide Richtungen wäre dann eine Balliste. Das heißt, wenn sie von hier aus darüber gehen, ist eine Balliste. Und wenn sie von hier aus darüber gehen, sollte die Balliste hier eigentlich auch reichen. Von daher mache ich mir jetzt einfach mal keine Sorgen und denke, dass mein Placing hier ganz gut ist. I guess. Hoffe ich. Wir hoffen mal drauf. Da ich das hier ein Eingang ist, werden die wahrscheinlich hier hinlaufen. Und die Balliste sollte bis dahin reichen. So. Die ist auch gleich fertig. Natürlich muss die mit Pfeilen schießen. Das kostet uns natürlich wahrscheinlich sehr viel Geld mal wieder. Aber das ist okay. Wie teuer... Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, können wir den Steinturm eigentlich schon erforschen? Aber das geht noch gar nicht. Wir haben keinen Stein derzeitig. Was sehr ungünstig ist. Wird sehr langsam gebaut, habe ich das Gefühl. Ich frage mich aber auch, warum wir so wenig Stein machen. Ich meine, wir haben jetzt 2 Minen und trotzdem ändert sich irgendwie nichts am Tempo der Steine. Was ich komisch finde. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen genauso langsam Steine wie davor auch. Fragwürdig. Fragwürdig. Na gut. Balliste sollte fertig sein, richtig? Tribok. Und das ist die Balliste. Die platzieren wir da mal rauf. Können wir die... Warte, konnte man da eben noch was dran ändern? Nö, ich glaube, die schiebt sich ja selber herum, ne? Ich glaube, die sind beweglich, die Teile. Okay, dann würde ich jetzt schon mal sagen, dass wir so oder so jetzt schon mal eine bessere Chance darin haben, diese Nacht zu überleben. Und ich bin fast schon am überlegen, mir sogar nochmal ein Trebuchet zu holen. Vielleicht hier so in die Mitte stellen oder so? Problem ist nur, ich weiß nicht, wo sie bei der nächsten Nacht angreifen. Und dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlau, die ganzen Materialien zu verschwenden an dem Punkt. Alle Schwertkämpfer, pass auf, ich platziere einfach schon mal die meisten Leute einfach mal hier. Pass auf, wir nehmen mal alle Truppen und platzieren die hin und dann werde ich die einzelnen Bogenschützen... Guck mal, da kommen sie angelaufen. Ja doch, das ist, denke ich, eine ganz gute Menge. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Auch wenn die Treppen sehr unnütz sind. Sehr ungünstig, dass sie so schlecht zu... Wie sagt man? Benutzen sind. Warte mal, ich denke gerade nach. Wir haben doch noch genug, Eisen, um den theoretisch eine bessere Rüstung zu geben. Ja, tatsächlich schon. Wie sieht's mit den Bogenschützen aus? Brauchen die noch was Neues? Feuerpfeile. Oh, bitte. Aber wir haben nicht mehr so viele... Wir haben aber nicht mehr so viele Bogenschützen. Ich würde noch gerne noch ein paar ausbilden lassen, bevor ich das mache.
mache ich nochmal 6 von. In der Zwischenzeit können aber trotzdem ja schon mal die Schwertkämpfer neue Rüstung bekommen. Oder magische Waffen, ne? 40% mehr Schaden oder 40% weniger Schaden erhalten? Ist natürlich jetzt die Frage, was davon ein bisschen nützlicher klingt. Ich würde einfach mal sagen, Schaden errichten. Weil wir brauchen halt... Wie viel brauchen wir hier? 270 bla bla bla. Und ich werde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass verbesserte Rüstung wahrscheinlich nützlicher ist. Einfach aus dem Grund, dass es teurer ist. Also machen wir das. Ich denke, damit sind wir auch schon mal ganz gut für den Kampf gewappnet. Hier werden noch ein paar Bogenschützen ausgebildet. Ich hoffe, wir haben noch genug Platz überhaupt in unserer Baracke dafür. Aber normalerweise 20, 20? Ja, ich glaube, es reicht perfekt aus, oder? Kasernenbetten haben wir sehr... Ja, guck mal, da passen ja wohl voll viele rein. Wir haben 60 Kasernenbetten und 35 davon sind überhaupt irgendwie da drin. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie einen Mangel haben darin. Frage sind... Es werden gerade aber auch keine ausgebildet, oder? Dann würde ich denen jetzt einfach schon mal Feuerpfeile geben. Die haben die auch direkt, ne? Ja, perfekt. Platziere ich die mal hier rauf. Wo auch immer die gerade lang gehen dafür. Ach so, warte mal. Ich habe hier noch... ist ja auch kein Wunder. Ich habe hier noch keine Treppe hin platziert. Dann sollte ich mich, glaube ich, nicht allzu doll darüber wundern, warum die hier nicht einfach normal hochgehen. Aber das ergibt ja auch Sinn. Wenn du da nicht hoch kannst, dann ist auch schlecht, ne? Ach, die gehen jetzt hier oben lang. Ja, das ist auch okay. Nee, dann bin ich damit einverstanden. Dann brauchen die keine Treppe. Fürs Erste. Gut. Och ne, die... Nein. Nein. Ihr geht hier nicht rein. Ihr geht hier nicht rein. Ich hoffe, dass er einfach von alleine weggeht auf einmal. Weil das ist nämlich blöd. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Wenn die hier nämlich lang gehen auf den Mauern, dann haben die einfach schon Lust anzugreifen, die Wölfe. Und das ist total blöd. Macht ja keinen Sinn. Und hier backt wieder einer. Auch gut. Ich sehe schon, egal wie viel Mühe man sich macht, irgendwie wird das immer alles nichts. Na gut. Wie sieht's aus mit Bogenschützen? Werden wirklich gerade keine neuen vergeben hier. Und dann die Bäckerei ist ja kaputt. Nein! Wo soll ich denn jetzt meine Sesamstangen herbekommen? Aber warte mal, Sesamstangen sind doch gar nicht... Ich tue ja gerade so, als ob Sesamstangen unbedingt beim Bäcker gemacht werden oder so. Stimmt ja nicht mal. Schon gut, dass der Wolf jetzt einfach nur da unten drin steht. Also, keine Ahnung, ob er nochmal weg möchte oder so. Vielleicht hat er ja noch den Ofen angelassen. Wäre ganz gut, da vielleicht mal vorbeizuschauen. Vielleicht mal kurz nach Hause gehen, ihn wieder ausmachen. Wir machen das Tor schon nicht zu oder so. Stein hätten wir theoretisch wieder genug, um hier ein paar Mauern aufzurüsten. Problem ist nur, will ich das? Ist das so eine Sache, die ich jetzt machen möchte oder... Wir können den Turm zum Steinturm machen. Das wäre eine Idee. Könnten das hier aber auch nochmal upgraden. Vielleicht auch nicht schlecht. Auch wenn der Wolf da immer noch drin steht. Ja, ist jetzt unser Kumpel. Gehört zu uns. Keine Sorge. Oder natürlich, wir bauen hier wirklich noch eine Balliste hin. Aber das ist mir, glaube ich, einfach zu teuer. Dann wiederum, wir haben gerade 4000, ne? Ja, egal. Die schaffen wir eh nicht mehr herzustellen. Das wird nichts. Das wird nichts. Hoffen wir einfach mal, die gehen die geplante Route. Ich meine, es wird wieder sehr viel kommen zum Thema so... Keine Ahnung. Auch Dings. Warte, ich will die lieber hier oben raufstellen, weil ich weiß nicht, ob die so hoch schießen können. Deswegen sollen sie mal lieber hier raufgehen und dann haben die bestimmt eine ganz gute Range. Mir ist gerade aufgefallen, dass meine Balliste vielleicht sogar voll unnütz ist da hinten. Ich hätte die mal hier hin platzieren sollen. Was war mein Gedankengang? Okay, ich sehe schon. Die gehen ganz wohl anders lang. Mischen sich noch ein. Hätten die nicht auch hier durchgehen können? Jetzt gehen die den langen Weg, oh Gott. Ja, die Platzierung meiner Balliste war tatsächlich gar nicht so nützlich. Schön, dass es mir jetzt auffällt. Sowas ist immer sehr nützlich, wenn einem das sehr früh auffällt. Obwohl, warte mal. Nee, warte. Die gehen weiter. Die machen nur hier was kaputt. Sehr gut. Let's go. Balliste, du schaffst das. Ich vertraue dir. Oh nein, oder? Nein. Warte mal.
Ja, dreht um, bitte. Dreht um. Ja, genau, das ist ein neuer Eingang. Guck mal. Lohnt sich doch viel mehr für euch, oder? Was auch immer die gerade hier oben machen. Sind das alle, die noch übrig sind? Sind das alle? So kommen so viele, ne? Wo auch immer die gerade hingehen. Könnt ihr bitte ein bisschen Arbeit leisten oder so? Ja, nee, guck mal, das sind nicht mehr so viele. Ich wünschte, da würde auch dazu stehen, wie viele Einheiten noch da sind. Ich meine, das wäre zum Beispiel ein ziemlich nützliches Feature. Das sollten alle sein, oder? Ich glaube, hier vorne sollte keiner durchgekommen sein. Nö. Okay, die Mauer muss ich auf jeden Fall noch fixen. Das geht so nicht. Das geht ja so absolut nicht. Wir haben es geschafft, oder? I guess. Ja, aber irgendwie nicht. Wo soll denn hier noch jemand sein? Ach, da vorne! Geht da mal bitte hin. Wäre sehr schön. Den habe ich ja gar nicht gesehen, den Dicken. Oh nein, bitte nicht das Gebäude, das brauche ich noch. Ey, genau das Gebäude, was ich für die nächste Nacht noch brauche. Und die sind wieder zu dumm, den einfach mal anzugreifen. Komm schon. Ich bitte euch. Ja, bitte geh auf die lieber. Die sind mir tatsächlich unwichtiger als das als das Gebäude dort. Das brauche ich unbedingt für die nächste Nacht. Ich muss da irgendwo einen hinplatzieren wahrscheinlich. Uiuiuiui. Ja, die werden schon ziemlich anstrengend, die Nächte. Aber ja. Die müssen wir jetzt hier fixen, die Wände. Dann sollte das auch wieder so weit klappen. Ich hoffe nicht, dass die Wölfe uns in der Zwischenzeit unsere Arbeit hier angreifen. Denn das ist ja ziemlich gefährlich hier. Ich gehe leider davon aus, dass sie es tun werden. Ich hoffe, dass die Bogenschützen da vielleicht ein bisschen eingreifen können. Wenn das so weit sein sollte. Mal sehen. Wird schon irgendwie funktionieren, hoffentlich. Wir haben gar keine Arbeiter mehr. Okay, müssen wir mal ganz kurz irgendwo Leute wegnehmen, die gerade nicht unbedingt eine wichtige Arbeit machen, wie zum Beispiel Sägewerk. Wir haben genug Holz. Wir haben genug Holz, Leute. Brauchen nicht unbedingt mehr. Sollte es eigentlich welche geben, oder? Die sich darum kümmern? Normalerweise, denke ich. Okay, ganz kurz mal, wo greifen die als nächstes an? Natürlich greifen sie mal wieder von der Seite an, die wir noch gar nicht bisher hatten. Aber das ist nicht schlimm. Wir bauen jetzt hier einen Turm hin. Am besten zwei Angriffsorte heute. Uiuiuiui. Ich sehe schon. Es wird aufwendig. Habe ich die Vermutung. Wo bauen wir das jetzt am besten hin, ist nur die Frage. Am besten wäre es hier eigentlich, ne? Dann lassen wir hier schon mal eine Balliste herstellen. Oh, ich habe das Falsche. Hier ist die Balliste. Okay, gut. Ich glaube, es ist niemand draufgegangen hier, oder? Ich meine trotzdem, wir hatten schon mal mehr Einwohner. Also ja, ich bin mir unsicher. Okay, hier wird noch fertig gebaut. Soweit, so gut. Das gefällt mir. Hier sollte der Turm gleich eigentlich auch errichtet werden. Dann bauen wir da auch noch eine Balliste rauf. Und dann würde ich eigentlich gerne auch noch mal woanders eine haben. Vielleicht hier? Das Problem ist, hier ist schon wieder nicht wirklich Absicht. Also hier kann man schon wieder nicht wirklich identifizieren, von wo die kommen. Das ist halt mein Problem immer in der Situation. Ich meine, hier wäre noch eine Balliste, also wäre es wahrscheinlich wirklich am schlauesten, hier noch einen hinzuplatzieren an dem Punkt. Also werde ich hier noch einen Turm hinmachen. Und dann sollen die Teile erstmal aufbauen. Okay. Ich bin, komischerweise ziemlich positiv drüber eingestellt, dass wir die Nacht irgendwie überleben. Ich sehe gerade, als ob ich über FNAF reden würde irgendwie auf einmal. Problem ist nur, wir haben halt keine Einwohner mehr. Und das heißt, wenn wir keine Einwohner haben, können wir auch keine neuen Ritter machen, ne? Das ist ein bisschen stressig. Aber das wird schon. Ansonsten ist es wahrscheinlich eh die letzte Nacht in diesem Let's Play. Das heißt, entweder verkacken wir sie jetzt, oder wir werden sie gewinnen. Mal sehen. Bin gespannt. Ich wünsche... Oh nein, gehen die schon wieder nicht hier? Klar gehen die noch. Warum wollen die jetzt schon wieder nicht dahin laufen?
Ich wünschte, damals gab es ja immer noch bei YouTube die Funktion, also es gab, ja, das ist ja schon urlange her schon wieder an dem Punkt. Damals gab es ja die Funktion, dass man irgendwie abstimmen konnte oben. Also in der Infobox abstimmen. Ich weiß auch nicht, warum die das irgendwann mal removed haben. Das fand ich eigentlich ein cooles Feature. Und ich finde, das hätten die ruhig drin lassen können. Dann wäre es nämlich jetzt voll cool, einfach eine Abstimmung zu machen da oben. Ob man die Nacht überlebt oder nicht. Das wär irgendwie cool. Schade, dass sie das removed haben. Aber gut. Was soll's jetzt endlich? Mit diesem Handelsposten haben wir auch nie was angefangen, fällt mir gerade auf. Das war immer useless irgendwie. Okay, unsere Balliste sollte soweit fertig sein. Oh, wir haben ja wirklich zwei gebaut jetzt. Hm. Na gut. Dann packen wir die Balliste. Pass auf, wir packen hier drauf das den Tribok. Der komischerweise bei dem anderen Teil Tribochet heißt. Und hier Tribok. Weird. Verfügbar 0. Hä, warum denn jetzt wieder 0? Ich habe gedacht, wir haben 2. Hm. Also hier wird gerade noch eine Balliste gebaut, aber... Normalerweise war mir gerade so, als wenn da noch angezeigt worden wäre, dass wir noch einen Tribok haben. Komisch. Na gut. Fällt übrigens gerade auch auf, dass der Eingang hier nach vorne zeigt. Kann man das nochmal drehen? Ah, okay, gut. Man weiß ja nie, ne? So, was ist jetzt mit meinem Bogenschützen? Kommen die jetzt auch langsamer an, oder wie sieht das aus? Haben die sich verirrt? Ach, nee, das sind die 9. Die sollen sich am besten hier vorne hinstellen, wie gesagt. Also wäre jetzt lieb, wenn sie sich auf den Weg machen würden, damit schon mal alle dastehen. Wäre echt nett. Okay, die bewegen sich schon wieder kein Stück, ich sehe schon. Ich glaube, daran sollte auf jeden Fall auch nochmal gearbeitet werden, wenn man das Spiel überarbeitet. Dass man das halt alles ein bisschen... Ja, dass man das einfach los wird, dass das nicht so buggy ist an manchen Stellen. Okay, warte mal, wie genau wollen die da jetzt hochkommen? Warum gehen sie jetzt runter? Sie hätten doch von da aus rüber können. Okay, cool. Dann... Ach so, ja, ja klar, die können ja auch in den Turm. Okay, nee, dann habe ich nichts gesagt. Dann finde ich das vollkommen okay, was sie tun. Hier hängen immer noch 2 Bogenschützen. Nee, sogar mehrere. Die hängen ja alle fest drin. Das könnte möglicherweise das Problem sein. Problem ist nur, wir können die Balliste hier nicht runternehmen. Und mir wäre es jetzt echt zu schade, die dort wegzureißen. Wo man es eigentlich machen könnte, ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt. Weil da hängen gerade verdammt viele Leute drin fest. Ja, komm, ganz ehrlich. Bevor ich die Leute da verliere. Schade mit anzusehen, bin ich ehrlich. Finde ich sehr schade, aber... Was soll man halt letztendlich tun, ne? Ich will lieber meine Krieger haben. Die Balliste hätte uns, glaube ich, in der letzten Nacht jetzt hier eh nichts mehr gebracht. Außer die greifen natürlich von der Seite an. Das wäre dann aber sehr ungünstig. Also mal sehen. Ich glaube, es sollte wieder ein fertig sein, oder? Ja, perfekt. Puh. Ich bin sehr gespannt. Ich bin tatsächlich sehr aufgeregt, ob wir das schaffen werden oder nicht. Ob wir das schaffen werden oder nicht. So, und jetzt geht hier bitte mal mit hin. Seid ihr wieder befreit da unten? Nein, seid ihr nicht. Könnt ihr hier vorne hin? Ja, sehr schön. Oh, was? Mach mal, was? Warum ist da jetzt ein Wolf drauf überhaupt? Was soll der Scheiß denn jetzt schon wieder? Das macht ja schon wieder absolut keinen Sinn. Also manchmal, ne, dieses Spiel, das kann einen schon so ein bisschen... Das kann einen schon so ein bisschen aggressiv machen teilweise. Aber gut, wir schicken die jetzt einfach weg. Der eine Bogenschütze, ja, keine Ahnung, wie der da wegkommt. Vielleicht schafft er es schnell genug wegzurennen. Wurde ja anscheinend auf ihn abgesehen, das Ganze. So, dann stellen wir hier noch ein paar Leute hin. Ah, ich bin gespannt. Man könnte jetzt sagen, gespannt wie ein Bogen, aber der ist ziemlich schlecht. Den würde ich nicht verwenden wollen. Okay. Also, wir haben ein paar Schwertkämpfer. Wir haben ein paar Doppelschwertkämpfer, auch wenn das... Also ja, klar, doch zwei Händer sind ja nun mal die größeren Schwerte. Gut. Das war denn jetzt mein Problem. Ich hatte mir halt wirklich davor vorgestellt, dass die halt so ein bisschen... wie heißt das? Akimbo machen, dass sie halt so zwei Schwerter in der Hand halten und so mit zwei Schwertern auf die Leute zugehen. Aber klar, ein Zweitschwert ist... Zweihandschwert ist natürlich ein größeres Schwert einfach nur. Was man halt mit zwei Händen nur schwingen kann, weil es so schwer ist. Und es auch so vorgesehen ist, mit zwei Händen zu schwingen, weil ich glaube, also ich zumindest könnte nicht so ein riesiges Schwert mit einer Hand
ordentlich schwingen. Ich glaube, das können so wenige. Okay. Wo ist denn der nächste Eingang? Den sollten wir dann auf jeden Fall schließen. Der ist hier. Und da vorne vielleicht auch den noch schließen. Aber erstmal will ich, dass die hier irgendwie nach Hause kommen, ne? Die sollten nicht unnötig sterben. Alter, 57 Einheiten, ne? Das ist schon hart. Das ist schon hart. Ich fällt gerade auf, dass sie nicht ganz mittig sind, hier die Einheiten. So, wir platzieren die mal lieber hier vorne hin. Wenn sie das denn tun. War es jetzt eine schlechte Idee? Die müssen jetzt ja komplett außen rumlaufen, richtig? Oh Gott, das ist alles so scheiße gemanagt von mir hier. Oh nein, die hängen wieder fest. No! Ne, dann geht lieber dahin, bevor die jetzt gar keinen Nutzen haben letztendlich. Sollen die lieber von hier aus ein bisschen beschützen. Schon okay, die Balliste macht das hoffentlich. Okay. Ich bin gespannt, ob wir das überleben werden. Es geht los. 57 Einheiten. Zwei Rammböcke. Okay, das sieht soweit ganz okay aus, denke ich. Es werden aber, denke ich, noch ein paar mehr Leute kommen, richtig? Ja. Und sie gehen wieder schon wieder einen sehr skurrilen Weg an dem Punkt. Ich habe keine Ahnung, was sie vorhaben. Aber es ergibt nicht viel Sinn für mich. Sie werden hoffentlich auf die Balliste treffen. Ja, das ist schon mal die erste, die genutzt wird. Die gehen ja schon wieder komplett einen falschen Weg eigentlich, ne? Ich glaube, die wollen halt wieder die Holzmauern versuchen zu durchbrechen, weil es halt leichter ist. Ja, also theoretisch war die Balliste umsonst teilweise. Also gut, die hier nicht. Obwohl, die schießt auch noch mit. Die hat echt eine gute Range, fällt mir auf. Sehr gut. Geht schon mal hier hin. Ich glaube, die werden jetzt angreifen. Gut, dass die Wölfe hier auch wieder was mitzureden haben. Puh, das ist tatsächlich sehr intens gerade. Guck mal, die werden hier auch nochmal angegriffen. Sehr gut. Das ist eine gute Ablenkung an dem Punkt. Die Balliste ist tatsächlich noch in Range. Das gefällt mir. Können die bitte auch noch rübergehen? Nee, nee, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht tatsächlich sehr gut aus. Ich meine, gut, jetzt wird natürlich die erste Mauer wahrscheinlich durchbrochen mit dem Rammbock. Das sollte nicht allzu lange dauern. Es ist eine Holzwand, offensichtlich. Obwohl, vielleicht könnt ihr die gleich nicht mehr bedienen. Da ist nämlich nur noch einer dran. Wie das jetzt geschickt machen kann, da... Nee, guck mal. Nee, guck mal, das ist easy. Was? Okay, krass. Das habe ich tatsächlich nicht erwartet, dass uns die Runde viel leichter fällt als die letzte. Und auch als die vorletzte. Aber ich denke tatsächlich, dass die zwei Ballisten wahrscheinlich doch sehr gute Arbeit geleistet haben an dem Punkt. Ja, die können ruhig noch durch die Mauer durchkommen. Das juckt mich nicht. Wenn sie sich noch mit meinen anderen Schwertkämpfern auseinandersetzen wollen, dann tun sie das ruhig. Okay, alles klar. Wir haben es tatsächlich überlebt. Wow. Natürlich theoretisch nicht die letzte Nacht, aber die wahrscheinlich für mich letzte Nacht natürlich. Also... Cool, gut, haben wir es geschafft. Ich repariere hier noch die Mauer. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch mal ganz kurz, was wir noch so platzieren können. Und dann würde ich sagen, beenden wir dieses, was ich ganz schön fand, Let's Play, fürs Erste. Vielleicht werde ich das ja noch mal anspielen, wenn irgendwie was Neues dazu kommt oder so. Versprechen tue ich nichts, das habe ich nämlich öfters damals mal gesagt bei anderen Spielen, dass ich irgendwie mir das noch mal anschaue oder so. Und dann habe ich es mir nie mehr angeschaut. Also, wenn es was wirklich außergewöhnlich Krasses sein wird, werde ich da nochmal reinschauen möglicherweise. Aber sonst würde ich sagen, dass das halt erstmal fürs Erste gewesen sein sollte. Fortgeschrittene Landwirtschaft. Das sind halt so Sachen, die sind auch nicht mal wirklich interessant, die anderen. Metzgerei finde ich auch nicht interessant. Kräuterkenner. Trainingslager. Nee, nee. Das sind alles auch Sachen, die wir uns jetzt nicht anschauen müssen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, wäre vielleicht, wir haben genug Stein. Wir graden noch alles ab. Damit es schön aussieht. Noch genug gesammelt gehabt, nämlich. Aber irgendwie wollen die hier nicht... Achso, weil die Bogenschützen draufstehen. Kein Wunder. Dann ist das ja kein Wunder. Wir machen noch schön überall Steinwände. Und dann sieht das Ganze doch zum Schluss auch noch ganz schön aus. Achso, weil die... Ach, die sind noch nicht repariert, deswegen. Nicht, weil die drauf standen. Kann die trotzdem... zu Steinen verarbeiten, wenn die draufstehen. Guck mal, das mal aber auch noch.
Und dann sieht das Ganze doch ganz schön aus, oder nicht? Guck mal, alles Stein. Das ist doch schon sehr schön geworden, das Ganze. Oh, das sieht cool aus. Das gefällt mir. Das sieht so richtig, da sieht man so richtig das Dorf. Von hier aus auch. Da ist aber die Belichtung nicht so schön. Sehr cool. Gut, ich würde auf jeden Fall sagen, ich fand es persönlich ganz cool, das Spiel. Es ist natürlich ein kleines, süßes Spielchen. Ich meine, so viele Folgen kamen da jetzt nicht bei raus. Ich weiß, ich weiß. Trotzdem finde ich, dass es auf jeden Fall ein süßes Spielchen ist, wo man mal reinschauen kann. Und gerade wenn man so ein bisschen interessiert ist an diesem Art vom Aufbauspiel oder auch gerade von diesem von dieser Grafik oder vielleicht auch von der Atmosphäre, vom bisschen mittelalterlichen her, finde ich, ist das auf jeden Fall ein passendes Spiel. Ich fand's super cool, ich hatte meinen Spaß daran, auch wenn es ab und zu mal ein bisschen buggy war. Wie gesagt, es befindet sich in der Early Access noch, von daher nehme ich das nicht ganz, nehme ich das jetzt nicht so übel, sage ich mal. Aber ich fand's wirklich schön, süßes kleines Spielchen, mir gefällt die Grafik sehr, mir hat der Stil sehr gefallen, die Scenery hat mir sehr gefallen. Und ich bin mal gespannt, ob in der Zukunft noch viel dazukommen wird. Das werde ich ja dann immer mal wieder ein bisschen verfolgen. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel gehalten habt. Ich hoffe, euch hat es natürlich genauso gut gefallen wie mir. Ansonsten habt noch einen wunderschönen mittelalterlichen Tag. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich machen werde. Bis dann. Bye, bye.